die letzten Wochen zweimal im Kino und ich dachte, weil mich immer so viele Leute fragen, wenn ich das zum Beispiel auf Facebook schreibe oder so, wie war denn der Film, Laura? Erzähl doch mal mehr darüber, dass ich vielleicht immer, wenn ich ins Kino gehe, und das kommt nicht so oft vor, vielleicht ein kleines Video machen könnte. Ja, einfach so Kinotipp oder Kinoflop. Ich möchte euch einfach nur ein bisschen erzählen, wie ich den Film so empfunden habe. Und ja, ich hoffe, ich verrate dabei nicht so viel. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee so findet von diesem kleinen Format. Also ich bin wirklich kein Filmkritiker. Und es wäre dann immer mega cool, wenn ihr in den Kommentaren dann auch mal ein bisschen diskutiert, ob ihr den Film auch schon geguckt habt. Wenn ihr aber etwas mehr über den Inhalt verraten möchtet, dann schreibt bitte zuerst in die Kommentare Achtung, Achtung und dann euren Text, falls das noch jemand eher noch nicht gesehen hat und versehentlich dann den Kommentar liest und schon denkt, toll, jetzt weiß ich, wie es zu Ende geht. Okay, dann fange ich am besten gleich mal an. Es geht zum ersten um den Film Fuck You Goethe. Den habe ich vor 2-3 Wochen, glaube ich, gesehen im Kino. Ich verlinke euch hier so in der Ecke mal den Trailer, den darf ich ja leider nicht einblenden. Zur Handlung kann ich sagen, dass es um den Kriminellen geht, namens Seki Müller, gespielt von Elias Mbarek in dem Film. Und der kommt halt frei nach seiner Haftstrafe. Auf jeden Fall begibt er sich dann auf die Suche nach seiner Beute, die er eben vor der Haftstrafe verschwinden hat lassen. Und ja, das stellt sich leider heraus, also zu seinem Unglück, dass die Beute genau unter einem Schulgebäude vergraben wurde, das danach eben errichtet wurde. Auf jeden Fall möchte er diese Beute aber nicht aufgeben und versucht dann irgendwie eine Anstellung in der Schule zu finden. Und durch, ja, ganz viele unglückliche Momente wird er dann Aushilfslehrer an der Schule. Also allein diese Tatsache ist ja schon ein bisschen lustig, finde ich. Wenn ihr euch gerade den Trailer angesehen habt, dann habt ihr ja gesehen, dass er ja ein paar komische, ja, Lehrmethoden hat. Also er schießt da ja in der einen Szene mit einem Paintball-Gewehr auf eine Schülerin oder sagt zu ihr, heul leiser oder sowas. Also das ist allein schon sehr witzig. Und ja, so versucht er dann halt durch den Job in der Schule an seine Beute zu kommen. Mehr möchte ich von der Handlung auch gar nicht verraten. Also ich habe bei dem Film sehr viel lachen müssen im Kino. Ich bin ganz ehrlich, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Also gleich zu Anfang kommen so viele Vorurteile und Klischees. Ich habe damit irgendwie immer ein bisschen Probleme. Ich kann da nicht immer so gut drüber lachen, auch wenn die natürlich in dem Film sehr lustig waren. Aber Vorurteile und Klischees können halt auch so viel Negatives verursachen im Leben. Und da habe ich immer so meine Probleme mit. Aber im Laufe des Filmes wurde es immer lustiger und die Charaktere immer sympathischer. Meine Favoriten sind ja ganz klar Elias Mbarek, also wenn der lächelt, ne? Welche Frau kann da schon widerstehen? Ganz ehrlich. Der ist so knuffig. Chantal wird, glaube ich, von Jella Hase gespielt und ich möchte mir unbedingt noch mehr Filme mit ihr angucken. Ich kann euch auch in meiner Infobox ein paar Videos verlinken. Es gibt nämlich noch ein paar Extras und zwar habe ich 2 Videos gefunden, in denen Chantal deutsche Literatur erklärt, zum Beispiel Goethes Faust und Die Physiker, und das ist so lustig. Und ich muss auch sagen, dass ich ihn sehr spannend filme. Also ich finde, gerade deutsche Filme haben oft so ein gleiches Schema, so typisch Til Schweiger-Komödie. Ja, ich kann euch den Film wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr den noch gucken möchtet und ansonsten natürlich einen schönen DVD-Abend machen, das geht natürlich auch. Und der zweite Film ist Die Tribute von Panem 2, Catching Fire. Also wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann ja, würde ich jetzt lieber ausschalten. Man spoilert ja immer automatisch ein bisschen, also tschüss. An alle, die jetzt noch dran sind, kann ich ja ganz kurz erklären, worum es ungefähr geht. Hier einmal noch der Trailer verlinkt. Sie sind jetzt also wieder zurück und müssen zuerst noch auf eine Art Tournee. Da sollen sie halt durch alle Distrikte und sich so ein bisschen feiern lassen. Also das Kapitol macht da immer so eine riesen Party draus. Und ja, das klappt allerdings nicht so richtig. Im Trailer sieht man auch schon, dass durch die letzten Hungerspiele so eine Art, ja weiß ich nicht, Unmut entstanden ist in der Bevölkerung. Dadurch, dass Katniss und Peter ja beide überlebt haben und sich ja gegen das Kapitol gewehrt haben. Und der Präsident versucht jetzt fieberhaft eine Lösung zu finden, wie er das Volk wieder unterdrücken kann. Und ja, wie er so ein bisschen Katniss
auch so vernichten kann, sozusagen. Und deswegen hat sich jetzt das Kapitol etwas überlegt. Und zwar werden für die nächsten Hungerspiele die Sieger der vorherigen Hungerspiele nochmal neu ausgelost. Also wieder aus jedem Distrikt zwei Spieler. Und so kommt es halt leider, dass wieder Katniss und Peter da rein müssen. Und ja, mehr möchte ich wieder nicht verraten. Wenn ihr den ersten Teil schon gesehen habt, wisst ihr ja, was diese Hungerspiele sind. Ich muss wirklich sagen, dass ich den zweiten Teil besser finde als den ersten, was mich ziemlich wundert, denn das kam noch nicht so oft vor. Normalerweise ist ja immer der erste Teil der beste, der zweite, der dritte manchmal noch wieder besser oder ganz schlecht. Auf jeden Fall fand ich wirklich den zweiten dieses Mal besser. Ich fand auch diese Liebesbeziehung in dem zweiten Teil nicht ganz so stark. Ich habe auch die Bücher gelesen, muss ich sagen. Und ich kann mich aber nicht mehr so richtig dran erinnern, das ist schon so lange her. Aber ich hatte bei den Büchern immer das Gefühl, dass es sehr viel um Liebe geht und gar nicht so darum, um die Gesellschaft, um die Missstände und all so weiter. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Das fand ich eben im zweiten Teil sehr gut umgesetzt. Dann war das auch einfach total fürs Auge. Die Kostüme von Katniss sind echt immer der Renner, ja. Also, wer möchte nicht so aussehen? Die Schauspieler haben mir auch sehr gut gefallen. Ja, was kann ich noch sagen? Also, meine Freunde haben die Bücher nicht gelesen. Die mochten den Film trotzdem sehr gerne. Also, müsst ihr nicht die Bücher gelesen haben. Aber obwohl ich die Bücher gelesen habe, fand ich die Filme wirklich sehr toll. Da könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Bücher gelesen habt oder nicht. Und wie ihr den Film dann so fandet. Das würde mich auch interessieren. Ich finde das wirklich eine gelungene Buchverfilmung. Natürlich wurden Stellen rausgelassen, das ist ganz normal. Aber andere Buchverfilmungen waren ja immer katastrophal. Twilight oder Harry Potter fand ich einfach nie so gut umgesetzt. Ich finde nur Vampire Diaries als Film, beziehungsweise als Serie besser als das Buch. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich jetzt schon sehr auf den dritten Teil. Wobei der leider in zwei Teile aufgeteilt wird, wie bei Twilight, was ich gar nicht so toll finde. Also, das dritte Buch ist auch nicht dicker als das andere. Von daher hätten die doch auch einfach einen Film machen können, oder? Aber natürlich, ne, wollen die das Geld haben. Das ist ja ganz klar. Aber dennoch hoffe ich, dass der dritte Teil genauso toll wird und dann der vierte sozusagen auch. Ja, das waren jetzt meine beiden Filmempfehlungen für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht etwas daraus mitnehmen. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.